Hallo und herzlich willkommen zum Start in die Rückrunde 2057-2058. Wir haben eine relativ ruhige Winterpause verlebt. Eine Erschütterung der Macht gab es, als Yuri Campos abgewertet wurde, aber ich werde ihn trotzdem in der Startelf lassen, auch wenn die anderen Stürmer nominell stärker sind in Form von De Almeida und Iredale. Aber wir müssen jetzt erstmal den Klassenerhalt eintüten. Es ging ja am Ende der Hinrunde leider in die falsche Richtung. Wir haben das letzte Mal am 11. November gewonnen, am 13. Spieltag die letzten vier Spiele nicht gewonnen. Aber die Chancen stehen natürlich immer noch herausragend, dass wir den Klassenerhalt schaffen. So, wir trainieren mal Pressing. Ich führe mal ein paar Einzelgespräche. Und los geht's. Marek Kowal grätscht in einem Zweikampf Georgi Fridgeirsson überhart in die Beine. Dieser steht auf, stößt den Übeltäter um, bezeichnet ihn mit einem hier nicht wiedergebbaren, unflätigen Ausdruck. Sie können die Situation gerade noch beruhigen. Den Fridgeirsson, den muss ich auch mal ein bisschen mehr aufstellen. Ihr habt gesehen, riesiges Talent. Da muss man was draus machen. Ja. Ich gehe hier nicht so toll in Form. Ihr Spieler Enrico Sökler hat beim letzten Heimspiel seiner Freundin Natascha vor dem ganzen Stadion einen Heiratsantrag gemacht. Sie hat abgelehnt. Das ist nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Es tut mir leid. Ja, immerhin war sie ehrlich. Champions League. Es dürfte jetzt nochmal ein Spieltag ohne Euroleague gleichzeitig sein. Jawohl, der vierte Spieltag. Düsseldorf spielt 1-1 gegen Rovaniemen, ist damit immer noch Tabellenführer mit 7 Punkten. Wien Wiesbaden verliert 2-1 gegen Everton, ist damit Tabellenvierter und da sieht es langsam schlecht aus. Noch haben sie eine Chance, aber dafür brauchen sie jetzt noch zwei Siege. Schalke verliert 0-1 gegen Liverpool, ist trotzdem noch auf Platz 2, aber auch da wird es eng. Wolfsburg spielt 1-1 gegen Atletico Madrid und Dortmund spielt 0-0 gegen Paris. Damit ist Dortmund auf 2, Wolfsburg auf 3. Da sieht es gut aus, dass zumindest eine von beiden Mannschaften weiterkommt. Für Wolfsburg, ja, wird es noch schwer. Ferrero wechselt nach Udinese Calcio, ablösefrei. Wir spielen zu Hause gegen Mainz. John Deda spielt für Maguire. Ansonsten Stefaniak spielt für Hoffmann. Ich muss mir nochmal hier die Spieler aus der zweiten bis dritten Reihe angucken. Hier großes Talent, aber allerdings auch schon 27 Jahre. Der hier ist auch ein großes Talent, 17 Jahre. Den sollte ich dann auch mal ein paar Mal reinschmeißen. Nicht, dass ich den die Aufwertung verspiele. Auch großes Talent, Burmistrov. Alonso, auch großes Talent. Die sollten dann ein paar Mal auch spielen. Paske, was auch ein großes, alles großes Talent hier. Unglaublich. Die Talentschmiede von Nürnberg. Riesiges Talent, Fridgeirsson. Die müsste ich dann auch mal ein paar Mal reinbringen. So, wir spielen jetzt zu Hause gegen Mainz 05. Ich spare mir die Ansprache. Der Rasen ist gepflegt. 34.000 Zuschauer nur. Mainz steht hinter uns auf Platz 11. Birgit Prinz tippt 2-3. Hoffen wir mal, dass wir jetzt gut in die Rückrunde kommen. Los geht's. Stadion, Kulisse hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Eckball für uns von rechts. Ein Fall für Gebor, haut den Ball auf den langen Pfosten. Iredale kann verlängern. John Deda wirft sich hinein und haut den Ball mit einem herrlichen Flugkopfball in die Maschen. Tor des Monats. Zweites Saisontor. Und wir gehen in Führung. Wunderbarer Start hier ins Spiel. Nochmal Eckball, nochmal von rechts. Nur 6 Minuten später. Gebor. Iredale springt der Ball ans Knie und von dort ins Tor. Der Iredale. Das war aber wahrscheinlich keine Absicht. Oder ist hier innerhalb von ein paar Minuten an beiden Toren beteiligt. Nochmal Eckball, jetzt von der anderen Seite. Es sieht hier sehr, sehr gut aus. Nochmal Gebot. De Jong stürmt raus, pflückt den Ball sich herunter. Was für ein Start hier in das Jahr 2058. Gomez. Die Mainzer sind von der Rolle, wollen jetzt hier nochmal einen Anschlusstreffer vor der Pause. Da kommt keiner dran. Poha spielt zurück. Norris stoppt den Ball, spielt zum Mittelkreis. Paul haut den Ball auf den rechten Flügel. Gomez nimmt den Ball an, flankt. Ritchie zieht aus 20 Metern ab. Kann sich die Ecke aussuchen. Platzierter Schuss und der Ball ist drin. Ah. Machen sie nochmal kurz vor der Pause den Anschlusstreffer. Aber trotzdem eine gute erste Halbzeit. Ich lobe Iredale. Der freut sich darüber. Aber wir haben jetzt wieder etwas mehr Spannung drin nach dem 2-1.
wollte ich jetzt so nicht sagen. Da kann auch was schief gehen, da kann auch einiges schief gehen. Gelbe Karte für Gnagnon. Stunde rum. Ich bringe Hoffmann für Stefaniak. Indirekter Freistoß für die Gäste. 19 Meter. Paul läuft an, flankt auf den langen Pfosten. Schöne Flanke, alle schlafen Abstoß. Dann kommt jetzt mal Schimmel für Philipp. So. Gelbe Karte für Meli. Noch knapp 20 Minuten. So, ich wechsle nochmal. Iredale geht für Pereira auf die 10. Und De Almeida kommt für Pereira. So. Gordon hat freie Schussbahn, zieht ab. 2 Meter vorbei. Puh. Nochmal Eckball für uns. Es läuft über die Standards hier. Gebohr haut ihn mal auf den kurzen Pfosten. Cody klärt vor Meli. Und jawohl, wir starten mit einem Dreier in die Rückrunde. Gewinnen 2-1 gegen den ersten FSV Mainz 05. Zahlen 86.000 Euro Prämie. Kassieren 940.000 Euro. Ritchie, der beste Spieler, Spiel bekommt die Note für Gegensätze. Wir hatten offiziell nur 2 Torchancen, die haben wir beide reingemacht. Ja. Europa League Rängen. Darüber reden wir, sobald wir die 40 Punkte voll haben. Wobei ich da eigentlich auch jetzt schon die ganze Zeit drüber rede. Aber offiziell reden wir dann darüber. Leverkusen gewinnt 2-1 gegen Düsseldorf. Wir gewinnen 2-1 gegen Mainz. Bayern spielt 0-0 gegen Dortmund. Wolfsburg verliert 0-2 gegen Frankfurt. Leipzig spielt 0-0 gegen Gladbach. Dresden spielt 2-2 gegen Union. Bielefeld verliert 0-1 gegen Ingolstadt. Lautern spielt 1-1 gegen Regensburg. Augsburg gewinnt 1-0 gegen Schalke. Damit wird es oben auch richtig eng. So, Campos immer noch auf Platz 1. Iredale jetzt auch in der Top 20. In der Scorerliste ist Gebo punktgleich mit Bennett auf Platz 1. In der, übrigens, sorry, dass ich neulich den Burns immer übersehen hatte. In der 11 des Tages. Björn Deda und Iredale sind jetzt in der 11 des Tages. Wir hatten das bestbesuchte Stadion. Die Transferliste ist dicht. Wir sehen nochmal einige Transfers. Und zwar Dresden verpflichtet Devetak von Sassuolo. Pferdner geht von Paris nach Leverkusen. Lund von Cottbus nach Bayern München. Ferrero von Bielefeld nach Udinese Calcio. Wir spielen jetzt in Frankfurt gegen unseren Tabellennachbarn. Der 7. gegen den 8. Frankfurt hat die letzten 3 Spiele alle gewonnen. Wir haben in der letzten Woche 600.000 Euro verloren. Haben auch noch knapp 10 Millionen auf dem Konto. Sieht alles ganz gut aus. Die Fans bekommen 500 Freikarten fürs nächste Heimspiel. Ich führe mal wieder ein paar Gespräche. Wir trainieren Zweikampf. So. Mein bester Trainer, sagt Stefaniak. Bumistroff mit einer Leistenzerrung. Ist auch, glaube ich, nicht so schlimm. Ein echter Kumpel, sagt Gebo. Die nicht so gut in Form. Deutschland gewinnt die. Ja, sage ich jetzt aber, sie gewinnen dann doch 6-0 deutlich gegen Irland. Zvetanov wechselt ablösefrei nach Bilbao. So, wir spielen in Frankfurt, spielen jetzt auch. Ah doch, ich denke, jetzt ist mal wieder Zeit, mal wieder auf Konter zu spielen, nachdem die letzten Auswärtsspiele alle in die Hose gingen. Rodriguez geht mal auf die Bank. Ich spare mir die Ansprache. Über 40.000 Zuschauer. Dirk Nowitzki tippt 1-1. Und Refai flankt scharf. Da kommt keiner dran. Kammermann gegen Meier. Geht an ihm vorbei. Läuft ein paar Schritte mit dem Ball. Zu kurz und wir fangen den Ball ab. Kirre mit dem 1-0 für Frankfurt. Erstes Saisontor, liegen wir doch schon direkt schon wieder hinten. Ich glaube, wir spielen auch aus. Jetzt am meisten besser, wenn wir das auf Kontern ausstellen. Aber ein Versuch war es wert. Refai nimmt den Ball mit, spielt Richtung Eckfahne. Kein Abseits. Ginsari flankt aus vollem Lauf und an Freund und Feind vorbei auf die andere Seite. Kammermann gegen Meier. Meier wird
aussteigen gelassen. Stoppt den Ball, legt nach innen auf. Erdogan kontrolliert den Ball. Lässt sich den Ball von Gebo abnehmen. So, es steht 0:1 aus unserer Sicht. Ich stelle das mit dem Kontern wieder aus. Einzelgespräch gibt's auch nicht. Keinen will ich sehen, keinen einzigen, der sich jetzt hängen lässt. So, 64. Minute. Ich bringe Hoffmann für Stefaniak und erhöhe mal ein bisschen die offensive Ausrichtung und den Einsatz. Und da ist Ayodele mit dem Ausgleich nach Vorlage Gebo. Der Mann hat einen Lauf. Ist die Juri Campos schon vorbei? Nein, nicht zu früh, Freunde. Außerdem den anderen auch mal ihr Spotlight gönnen. So, 20 Minuten noch zu spielen. Apropos, deswegen kommt jetzt De Almeida auch mal für Campos. Nein, ist der 19. Spieltag. Nummer. Aber die Abwertung hat mich schwer getroffen. So, können wir hier das Spiel drehen. Es kommt Rodriguez für Meier. Ein paar Minuten noch. Und ja, wir entführen einen Punkt aus Frankfurt. Ein weiterer Punkt auf das Konto gegen den Abstieg. 62.000 Euro zahlen wir an Prämie. Kehre, der beste Spieler, Spiel kommt die Note 4. Naja, wir bleiben auf Platz 8, haben jetzt schon 29 Zähler. Sind satte 11 Punkte vom Abstiegsplatz 16 entfernt. Regensburg verliert 0:1 gegen Dresden, die uns jetzt ja wieder nahe rücken. Nur noch 2 Punkte von uns entfernt. Düsseldorf spielt 1:1 gegen Bayern, Schalke gewinnt 2:0 gegen Leipzig, Gladbach gewinnt 3:0 gegen Leverkusen, Mainz gewinnt 3:1 gegen Wolfsburg, Ingolstadt spielt 0:0 gegen Kaiserslautern, Dortmund spielt 2:0 gegen Bielefeld, Union spielt 2:2 gegen Augsburg und wir spielen 1:1 in Frankfurt. Düsseldorf immer noch Tabellenführer, dahinter Wolfsburg, Augsburg, Leverkusen, Dortmund, Frankfurt. In der Elf des Tages Silas Hoffmann von Dynamo Dresden, von uns niemand. Unter den derzeitigen finanziellen Rahmenbedingungen sehen wir keine Probleme für die Erteilung der Lizenz, auch für die kommende Saison. Haben wir jetzt eigentlich mal Unterstützung vom Stadtrat bekommen? Ich glaube nicht, ne? So, Susaeta von Unterharing nach Cardiff mit Uni FC. Yildiz von Werder Bremen nach Hoffenheim. Gaetanis von Bielefeld nach Moskau. Bielefeld sehr aktiv auf dem Transfermarkt. Kotloff von Regensburg nach Nikosia. Bonfim von Celta Vigo nach Darmstadt. Daly von Bayern München nach Osasuna. Borgmann von Stuttgart nach Genk. Ich möchte jetzt noch mich nicht näher mit Transfers beschäftigen. Schwarz von Olympique Lyon nach Wolfsburg. Und den Transfermarkt gucke ich mir trotzdem an. So, wir sind bisher ungeschlagen in der Rückrunde. Soll jetzt auch am dritten Spieltag so bleiben. Und berechtigte Frage, ob wir am UEFA-Pokal teilnehmen möchten. Ja klar. Es kann gut sein, dass Platz 8 dafür reicht. Wir sind auf Platz 8. Wir sind punktgleich mit Platz 6 und Platz 7. Wir spielen jetzt gegen Union Berlin. Die stehen auf Platz 18. Das heißt aber nicht, dass wir sie auf die leichte Schulter nehmen sollten. Wir trainieren jetzt mal gemischt. Spielen zu Hause. Da trainieren wir nicht auf Konter. Spielen so. Wir haben 80.000 Euro verloren in der vergangenen Woche. Diese Talente scheint sich auch niemand anders hier zu schnappen. Ich führe mal wieder ein paar Gespräche. Melek wechselt ablösefrei nach Real Madrid. Champions League, 5. Spieltag. Euroleague wird auch wieder gespielt. Jetzt könnte es jetzt schon Vorentscheidungen geben. Düsseldorf verliert 1:0 gegen West Ham United. Ja, da ist von Platz 1 bis 4 noch alles drin. Sie haben mit 7 Punkten aktuell Platz 2 inne. Wien Wiesbaden, die brauchen dringend einen Sieg und den holen sie. Auch gewinnen 1:0 gegen Sampdoria Genua. Stehen auf Platz 3, haben 5 Punkte. Da ist Platz 2, 3 und 4 noch drin. Schalke. Schalke verliert 2:0 in Verona, ist dann auf einmal Gruppenletzter, aber Platz 2 und 3 und vielleicht auch mit Glück Platz 1 ist noch drin. Bleibt es spannend. So, hier Dortmund und Wolfsburg spielen gegeneinander. Wolfsburg gewinnt. Dortmund auf 2 mit 8 Punkten, Wolfsburg mit 7 Punkten auf Platz 3. Platz 4 können sie nicht mehr erreichen, Wolfsburg kann auch Platz 1 nicht mehr erreichen. Also ja, einer der beiden deutschen Clubs wird hier rausfliegen. Aktuell hat Dortmund leicht die Nase vorn. Hier haben wir noch Bayern, die verlieren 1:0 in Viterol. Semprini wechselt ablösefrei nach Everton. Wir spielen gegen Union Berlin. Spielen zu Hause sicher nicht auf Konter. Das
sind gut in die Rückrunde gekommen. Ansprache irgendwie 39.000 Zuschauer. Union hat keines der letzten 6 Spiele gewonnen. Stefan Raab tippt 2-4 auf Union. Aber ernst nehmen. Robinson legt quer. Bento flankt. Kein Abseits, aber der Linienrichter hebt die Fahne. Fehlentscheidung zu unserem Gunsten. Meli zieht ab und genau auf den Keeper. Der packt zu und haut den Ball in die Sturmspitze. Und da ist, ja, passiert zum Glück nichts. Götscher jetzt mit dem Einwurf auf Schreiber. Der stoppt den Ball mit der Brust. Der springt ihm weg. Ja, man sieht, warum sie letzter sind. Aber es kann ja mal passieren. So, was passiert jetzt hier? Bento stoppt den Ball. Spielt Richtung Mittellinie. Man sieht, wie eng die Tabelle ist. Mit 30 Punkten sind wir eigentlich ganz gut dabei. Da könnte man auch ein paar Plätze weiter oben stehen eigentlich. Aber eine sehr ausgeglichene Liga hier. Deswegen sollten wir auch weiterhin... Ja, natürlich sollten wir weiterhin gewinnen. Klar, ne? So. Ja, Union schon wieder hier mit einer unglücklichen Szene. Robinson. Gebo sieht gelb nach einem Allerweltsfoul. Gray stoppt den Ball, legt nach innen auf. Iredale, der hat einen super Lauf. Kontrolliert den Ball, geht Richtung Mittelkreis. Ich habe ja gesagt, das bringt auch was, wenn der Campos den anderen da vorne ein paar Tricks beibringt hier. So, Philipp, was nicht heißen soll, dass er an allem beteiligt ist. Ich setze dem Campos gerne einen Heiligenschein auf den Kopf, aber ich will es jetzt auch nicht übertreiben. So, Schreiber kann klären und Philipp mit dem zweiten Saisontor bringt uns hier in Führung. Wir führen 1-0. Der macht ein gutes Spiel. Der wird gelobt, verspricht noch besser zu werden. Klare, knappe Ansage. Gelbe Karte für Gabi Schlesinger. Gabi, ist das ein Männername? Roberto flankt in den Strafraum. Seitfalls hier, Tor des Monatskandidat, 1-1. Leider. Müssen wir neidlos anerkennen. So, das Spiel ist wieder offen. Ich bringe Hoffmann für Stefaniak. Und... Rodriguez für Meier. Viertelstunde noch. Dann kommt jetzt Iredale, geht auf die 10. De Almeida kommt für Pereira. Bento nimmt den Ball mit, spielt den Pass in den Strafraum. Roberto kontrolliert den Ball, wird von Giandella bedrängt. Kann ihn abschütteln. Schöner Pass auf Yatabaré, der zieht ab und der Ball ist drin und auf einmal liegen wir hinten gegen Union. Doppelpack Yatabaré. So, ich stelle die Offensive, stelle den Einsatz hoch. Nein, ich stelle direkt auf Brechstange. Wir haben schon dreimal gewechselt. Oh Mann, jetzt rennen wir hinterher. Philipp, aber nochmal. Philipp gegen Yatabaré. Schaut, spielt den Ball direkt in den Strafraum. Campos stoppt den Ball an der 16-Meter-Linie. Das wäre doch jetzt mal ein guter Zeitpunkt. Schlesinger, nein, Schlesinger geht dazwischen. Und tatsächlich verlieren wir gegen Union. Yatabaré hat uns in die Suppe spucken wollen, hat's getan. Doppelpack innerhalb von einer halben Stunde. Philipp dennoch der beste Spieler. Wir haben 1,17 Millionen Euro eingenommen, 64.000 Euro Prämie bezahlt. Ja, Spiel bekommt die Note 4. Wir fallen auf Platz 9, die erste Niederlage der Rückrunde. Union mit einem Lebenszeichen. Die haben nur noch 5 Punkte Rückstand zum rettenden Ufer. 20. Spieltag im Überblick. Kaiserslautern gewinnt 1-0 gegen Schalke. Bayern verliert 0-4 gegen Ingolstadt. Leverkusen gewinnt 1-0 gegen Leipzig. Dortmund verliert 1-2 gegen Düsseldorf. Der erste Rückrundensieg für den Tabellenführer. Wolfsburg mit einem 3-3 gegen Regensburg. Wir verlieren 1-2 gegen Union. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Bielefeld gewinnt 2-1 gegen Mainz. Augsburg gewinnt 2-0 gegen Gladbach. Und Dresden gewinnt 4-0 gegen Frankfurt. Dresden ist damit an uns vorbei. Die lachen mich aus heimlich. Und da spielt ja mittlerweile auch kaum noch jemand, den ich kenne. Unser Torverhältnis ist negativ. -2. Augsburg, wollte ich gerade sagen, die gewinnen scheinbar jede Woche, die sind aber jetzt Tabellenzweiter. In der 11. Tage sehr viele Dresdner, wie viel kenne ich denn noch? Silas Hoffmann kenne ich, Tikanen, ach der wechselt erst im Sommer, ja. Ein paar Namen kenne ich noch, Hansen und so weiter. Von uns ist hier niemand in der 11. Torjägerliste. Campos, auch wenn er im Moment nicht trifft, immer noch auf Platz 1 in der Scorerliste. Gebo auf Platz 3. In Bielefeld kamen nur 9.000 Zuschauer, obwohl die doch so weit oben mitspielen. So, Transfers. Wharton vom AS Rom nach Borussia Mönchengladbach. Mockenhaupt von Marseille nach Eintracht Braunschweig. Oh, Melek vom Barcelona zu Real Madrid. Nicht schlecht. Hutzonen von Eintracht Frankfurt nach Jahn Regensburg. Ruiz von Fortuna Düsseldorf nach Guimaraes.
Mouassa von Villarreal nach Mainz. Risky vom 1. FC Köln nach Eintracht Frankfurt. Ich werde doppelt abgewertet. Mensch. Mal hui, mal fui. Irgendwas dazwischen kennen Sie nicht. Wir spielen jetzt gegen unsere Fanfreundschaft in Anführungszeichen Schalke. Die ich ja gern abschaffen würde. So. Es gibt mal wieder Fanbetreuung. 500 Karten und auch 500 Karten Auswärtszuschuss. Bin immer noch relativ beliebt. Wir haben immer noch über 10 Millionen auf dem Konto. Wir haben in der letzten Woche 780.000 Euro eingenommen. Wir trainieren mal ein bisschen die Regeneration. An der Frische kann es nämlich im Moment ein bisschen hapern. Schalke steht auf Platz 13. Ihr Jugendspieler Ümit Vogt hat sich stark verbessert, hat nun schon Stärke 4. Europäischer Supercup. Wien Wiesbaden verliert 1:2 gegen Malaga. DFB-Pokal. Schalke ist da nicht dabei. Düsseldorf gewinnt 2:1 gegen Mainz. Dortmund gewinnt 1:0 in der Verlängerung gegen Augsburg. Der HSV verliert 2:3 gegen Leipzig. Und Hannover, der Drittligist, ist auch im Halbfinale dabei, gewinnt 1:0 gegen Darmstadt. Also haben wir 3 Erstligisten und ein Drittligist. Die Drittligisten mischen den Pokal in den letzten Jahren auf. Hannover im Halbfinale mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf, den amtierenden deutschen Meister. Borussia Dortmund mit einem Heimspiel gegen RB Leipzig. Das ist die Runde der letzten 4. Wir spielen auf Schalke. Ganz normal. Schalke ist auf Augenhöhe. Burmistrov könnte wieder spielen. Ja, das letzte Spiel hat mir nicht gefallen. Ich ändere aber erstmal nichts. Ich spreche aber mal wieder mit den Spielern. Also was wir letzte Woche falsch gemacht haben, das wissen wir alle. Aber diesmal, Jungs, diesmal will ich um Himmels Willen, dass wir nicht verlieren. Die Ansprache hat die Wirkung nicht verfehlt. Ausverkaufte Hütte hier, 60.000 Leute. Der 13. gegen den neuen Andi Möller, Tipp 2:0 auf Schalke. So. Ich möchte nicht, dass wir in die zweite Tabellenhälfte fallen, weil dann müsste man irgendwann, nein, ich will nicht sagen nervös werden, aber dann wollen wir es erst gar nicht so weit kommen lassen. Rocha hier flankt. Trübenbach gegen Meier geht an ihm vorbei. Trübenbach nimmt den Ball mit, kann querlaufen, schlägt den Ball auf den linken Flügel. Startet in den Strafraum. Rocha gegen, oder Rocha, wie auch immer man den Namen ausspricht, aber egal. Er verliert auf jeden Fall einen Zweikampf gegen Robin Philipp. Connolly kommt völlig frei zum Schuss. Und der Ball ist drin, wir liegen hinten. Erstes Saisontor. Schäfer, hart und flach in den Strafraum. Der Ball landet im Aus. Was ist jetzt hier los? Halbzeit, wir hatten keine einzige Torchance. Das kann mir nicht gefallen. Wir stellen die Offensive und den Einsatz hoch. Ich kritisiere mal niemanden. Ich treibe aber die Spieler an. Cilic legt den Ball zurück. Connolly schaut, spielt auf rechts außen. Cilic flankt. Rocha nimmt den Ball mit der Brust an. Geht von halb rechts aufs Tor zu. Gyandeda ist eng bei ihm. Beide ziehen und zerren. Rocha setzt sich durch. Kommt ins Straucheln und fällt der Länge nach in den Dreck. Tja, passiert. Gelbe Karte für Cilic. Schießt doch mal aufs Tor, ihr Leute. Gebot, 22 Meter vor dem Tor, spielt Neves aus, dreht sich, schießt und knapp vorbei. So, Stunde rum. Hoffmann kommt für Stefaniak. So, ich stelle den Einsatz nochmal hoch, stelle die Offensive hoch. Bringe Rodriguez für Meier. 10 Minuten circa noch. Stelle auf Brechstange. Ich bringe De Almeida für Meli. Wir machen vorne eine Dreierspitze. Gyandeda verteidigt hinten alleine im Zentrum. So, geht hier noch was? Trübenbach gegen Rodriguez. Der gewinnt den Zweikampf. Wir verlieren leider 1:0 auf Schalke. Zweite Niederlage in Folge. Schiedsrichter Petersen war der beste Mann. Wir zahlen 60.000 Euro. Popa war der beste Spieler. Spiel bekommt die Note 6. Miserabel. Wir bleiben auf Platz 9. Haben noch 9 Punkte Vorsprung vor Platz 16.
wo aktuell Bayern München steht. Naja, 4 Punkte aus 4 Spielen. Nicht der beste Start in die Rückrunde, aber auch nicht der allerschlechteste. So, Leverkusen verliert 0-1 gegen Wolfsburg, Schalke gewinnt 1-0 gegen uns, Frankfurt verliert 2-3 gegen Bielefeld, Leipzig gewinnt 3-1 gegen Augsburg, Mainz gewinnt 2-1 gegen Kaiserslautern, Union spielt 2-2 gegen Düsseldorf, Gladbach spielt 3-3 gegen Dresden, Ingolstadt spielt 0-0 gegen Dortmund und Regensburg gewinnt 1-0 gegen Bayern. Düsseldorf auf 1, auf den anderen internationalen Rängen Wolfsburg, Augsburg, Leverkusen, Bielefeld und Dortmund. Wir sind punktgleich mit Frankfurt. Noch viele Teams zwischen uns und den Abstiegsplätzen. Da stehen die Bayern, Gladbach und Union. Campos hat noch keinmal getroffen in der Rückrunde, muss sich jetzt Platz 1 auch mit Bennett teilen. Die Abwertung und der Schienbeinbruch scheinen ihm noch zuzusetzen. In der Elf des Tages niemand von uns. Wir waren im bestbesuchten Stadion. Hallischer FC möchte mich haben, stehen auf Platz 7 der zweiten Liga. Aber ich sage erstmal nein, danke. Uso wechselt von Cottbus nach Strassen. Steinbach von Athletic Bilbao zum Hamburger SV. Silva von Wacker Burghausen nach Olympique Lyon. Moretti von Union Berlin nach Sassuolo. Mangonso von Offenbach nach Wisla Krakau. Schulze von Wacker Burghausen nach Paphos FC. Und beim nächsten Mal spielen wir gegen Regensburg, Leverkusen, Leipzig und Augsburg. 2 Heimspiele, 2 Auswärtsspiele. Wir stehen in der Rückrundentabelle auf Platz 14. 4 Punkte aus 4 Spielen, 4 Tore geschossen, 5 kassiert. Man wird schon ein bisschen skeptischer hier. Der Luck ist ab aus der Anfangseuphorie. Aber wir können froh sein, dass wir so gut in die Saison gestartet haben. Das ist jetzt der Puffer, den wir haben, der uns weiter entspannt arbeiten lässt. 80.000 Euro verloren in der vergangenen Woche. Es gibt mal 500 Karten Auswärtszuschuss für das Spiel in Leverkusen. Gucken mal in die anderen Ligen. Zweite Liga, da haben wir ganz oben Freiburg, Fürth und Cottbus, verfolgt von Hoffenheim, Würzburg und Wiesbaden. Auf den Abstiegsrängen Braunschweig, Stuttgart, Offenbach und Magdeburg. Regionalliga Nord, ganz oben Münster und Osnabrück, dahinter Paderborn, Kiel, Bremen, Gladbach 2, auf den Abstiegsplätzen Norderstedt, Oldenburg, Havelse und Oberhausen. Regionalliga Süd, ganz oben Aue und Homburg, dahinter Augsburg 2, Bayern 2, Elversberg und Heidenheim, auf den Abstiegsplätzen Bayreuth, Ulm, Memmingen und unsere zweite Mannschaft. Unsere zweite Mannschaft hat in der Rückrunde erst 2 Punkte aus 4 Spielen geholt. Und wir gucken, wie es bei uns beim nächsten Mal weitergeht.